In der letzten Zeit habe ich verschiedene Berichte gelesen und auch in den Medien und auch Aussagen von Anwälten, die der Meinung sind, dass der Arbeitgeber die Atteste, Impfausweise, die Testbestätigung und alles mögliche andere des Arbeitnehmers kontrollieren darf und dafür auch Technik verwenden darf. In diesem Video erkläre ich dir, was es damit auf sich hat und warum ich das etwas kritischer sehe und warum ich das nicht als so einfach gegeben ansehe und gebe dir als Arbeitgeber hier eine Richtlinie, wie du verhindern kannst, nachher Bußgelder wegen Datenschutzverstößen zu bekommen. Umgekehrt erkläre ich dir als Arbeitnehmer, was du in solchen Fällen machen kannst, was du machen musst und wie du dich hier auch gut zur Wehr setzen kannst. Schau das Video bis zum Ende, denn beiden Seiten gebe ich am Ende Tipps. Worum geht's? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man solche Impfausweise und Testbestätigung kontrollieren kann. Wenn du noch Ideen hast, schreib mir das bitte gerne mal unten in die Kommentare. Ich weiß auch nicht da alles, aber auf jeden Fall gibt es diese App SafeVac. Mit dieser App kann man die Chargennummer aus dem analogen gelben Impfbuch, ja, was du hier drin hast, die kann man, diese Chargennummer, die man hier findet, ja, wo ist sie? Wo haben wir sie? Hier, ja, dieses, oh, ich bin auch schon fast blind, ja, hier ist die Chargennummer drauf, ja, auf diesem weißen, die kann man darüber checken lassen und prüfen, ob die auch wirklich verimpft wurde, also ob die echt ist und verimpft wurde. Das ist so eine Möglichkeit. Dann gibt es die Möglichkeit mit CovPass, mit der App CovPass, das digitale Impfzertifikat, also den QR-Code hier auf dem Impfzertifikat hier. Das ist übrigens meine Zertifikate hier, die ich hier sensibelste Gesundheitsdaten, die ich hier in die Kamera halte, ja. Aber ich bin ja kein Arbeitnehmer. Kann man also damit checken und gucken, ob die gültig sind hier, ja? Ob die vielleicht völlig gefälscht sind, ob die vielleicht von jemand anders sind oder was auch immer. Das kann man alles damit checken. So mir bekannt. Wenn du dazu noch zusätzliche Erkenntnisse über Prüfmethoden hast, schreib mal bitte unten rein, weil dann werde ich dazu auch noch mal Videos machen. Diese beiden Dinge jedenfalls sind für Arbeitgeber sehr vorsichtig zu gebrauchen. Also gucken wir uns zunächst einmal an, was musst du als Arbeitgeber denn überhaupt checken? Musst du das machen? Aus meiner Sicht nein. Als Arbeitgeber musst du offensichtliche Dinge überprüfen. Also wenn du jetzt hier dein Arbeitnehmer sich hier mit seinem Impfpass vorstellt, ja, und du siehst, dass, also er legt dir das vor zur Kontrolle, dass er rein darf, 3G, und du siehst, dass hier irgendwie offensichtlich selber irgendwas gemacht wurde, einer was nachgebaut hat oder es irgendwie komisch vorkommt. Du hast dir 20 solche Dinge angeguckt und in deinem eigenen auch angeguckt und bei dem sieht plötzlich das mit Rasierklinge bearbeitet aus oder irgendwie rübergeschrieben. Es kommt dir offensichtlich komisch vor. Ja, dann müsstest du möglicherweise etwas unternehmen. Ja, auch wenn das Ding irgendwie ganz anders aussieht, du sowas noch nie gesehen hast und auch nicht recherchiert bekommst. In all diesen Fällen hast du einen Anfangsverdacht. Da müsstest du wohl selber noch mal zumindest mit dem Arbeitnehmer drüber reden. Wenn der Arbeitnehmer dir ein Impfzertifikat vorlegt, wo irgendwie was irgendwie ganz anders aussieht, als die Dinger üblicherweise aussehen, ja, und wenn du sagst, das ist ja ein ganz komisches Ding, das sieht ja ganz anders aus, oder steht ja ein ganz anderer Name drauf, oder ein falsches Geburtsdatum, oder irgendetwas komisch ist, auch dann hast du Anhaltspunkte. Dann darfst du auch nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, ich mache gar nichts, das ist gefährlich. Du musst zumindest mal mit dem Arbeitnehmer darüber reden, nimm dir in diesem Fall einen Zeugen dazu. Wenn du jetzt sagst, ja, das ist hier, ich habe da keine Ahnung von, ich nehme einfach, nutze die Technik, dann kann viel schiefgehen. Also ich erlebe, dass das einfach Arbeitnehmern gesagt, auf ihr Privathandy irgendwelche Apps draufgeknallt werden und die das dann checken mit ihrem Privathandy und damit ja Daten auf dieses Handy gelangen. Also da kann ich nur sagen, ganz, ganz vorsichtig auf Arbeitgeberseite. Ja? Du setzt dich der Gefahr aus, dass hier Datenschutzverstöße zumindest im Raum stehen, die dann der Arbeitnehmer, wo du dann vielleicht Sanktionen ergreifen willst, weil du den vielleicht zum Beispiel kündigst, die der dann als Druckmittel gegen dich verwenden wird. Genau das mache ich, wenn ich die Arbeitnehmer vertrete. Ja? Das also auf Arbeitgeberseite. Vorsicht, ich würde hier nicht übers Ziel hinausschießen. Abgesehen davon, dass es vielleicht auch für die Arbeitnehmer nicht so eine tolle Situation ist, wenn der Chef so
wenig vertrauensvoll mit ihnen umgeht. Ja? Viele werden sich dazu unrecht angeprangert fühlen. Das ist so die Arbeitgeberseite. Auf der Arbeitnehmerseite ist im Grunde genommen hier Material da, wenn der Chef so vorgeht, wenn es wirklich ein Problem gibt, wie wir zurückschießen können. Du solltest auf jeden Fall diese Verfahrensweisen genau dokumentieren für dich, für den Fall, dass es noch Probleme gibt. Ja? Das empfehle ich dir. Wenn etwas auffliegt, ganz, ganz wichtig, keinerlei Aussagen, nichts unterschreiben, so schnell wie möglich zum Anwalt. In dem folgenden Video habe ich dir noch einmal erklärt, was wir machen können. Du kannst aber auch direkt anrufen oder unten über den Link in der Beschreibung dein Beratungsangebot holen.